Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video werden wir mal wieder zusammen einen Solo-RP-Glitch durchführen, weil viele mich in den Kommentaren gefragt haben, ob ich nochmal einen Solo-RP-Glitch hochladen könnte. Dieser RP-Glitch ist wirklich super einfach, ist Solo und am besten für Anfänger gedacht. Also bis Level 500 könnt ihr diesen RP-Glitch super nachmachen. Vergesst mir auch nicht gerne ein Like und ein Abo dazulassen, auch gerne die Glocke zu aktivieren und auch gerne bei meinem Partner JG Gaming vorbeischauen. Ein Link dazu findet ihr im angepinnten Kommentar oder auch in der Videobeschreibung. Und in letzter Zeit habe ich auch viele Nachrichten bekommen zu der Seite JG Gaming. Sie verkaufen wirklich sehr, sehr günstige Money und auch Level Boost für euren Account. Ich hoffe natürlich, die Seite gefällt euch. Wie gesagt, ich habe viele Nachrichten von euch bekommen, dass die Seite wirklich sehr gut sein soll. Ich kann das natürlich nur bestätigen. Also let's go mit diesem heutigen Video. Viel Spaß! Und wenn du auch jetzt sofort mehrere von 1000 Leveln sowie mehrere von 100 Millionen GTA-Dollar auf deinem Account haben möchtest oder auch noch nach einem günstigen Unlock-All-Account mit vielen gemoddeten Autos suchst, dann schau doch gerne mal beim ersten Link in der Videobeschreibung vorbei oder auch im angepinnten Kommentar, denn dann kommst du zu der Seite JG Gaming. Diese Seite bietet dir nämlich günstige Unlock-All-Accounts an sowie sehr günstige Money und auch Level-Boost und mit dem Rabattcode MONKEY10 sparst du auch noch 10%. Erster Link in der Videobeschreibung. Wie gesagt, dieser Solo-RP-Glitch, den wir im heutigen Video machen werden, ist auch super einfach. Alles, was wir dafür einfach einmal machen müssen, ist uns einfach einmal einen Job zu starten. Diesen Job findet ihr bei den Community-Jobs unter den Stunt-Rennen. Dieser Job heißt Steel Rollercoaster. Ihr findet den Job hier gerade. Dieser Job bringt auch gerade doppelt RP und doppelt Geld. Das ist genau dieser Job hier. Genau diesen Job starten wir jetzt auch ganz einfach einmal. Und sobald wir diesen Job dann gestartet haben, sollten wir auch gleich schon im Jobmenü ankommen. Das ist genau dieses Menü hier. Hier machen wir die Rundenanzahl einfach einmal auf eine Runde und starten jetzt ganz einfach einmal den Job alleine. Also wie gesagt, der ganze RP-Glitch ist natürlich auch solo. Im nächsten Menü machen wir auch einfach einmal bereit, so dass der Job hier startet. Und sobald wir jetzt mit unserem Auto hier im Job gespawnt sind, ihr seht das Ganze hier gerade, starten wir jetzt einfach einmal das Rennen. Also wir warten kurz, bis das Rennen angefangen hat. Dann fahren wir hier einfach einmal am Anfang runter, machen jetzt mit unseren Autos ein paar Frontflips, Backflips, so dass wir am Ende auf dem Boden landen und jedes Mal kriegen wir bis zu 600 oder auch 1000 RP. Ihr seht das Ganze gerade, ich bin sogar ein Level aufgestiegen mit meinen 1306 Leveln. Jetzt fahre ich einfach wieder runter, das heißt, ich respawne, bin wieder oben. Fahre wieder runter und mache jetzt wieder ein paar Saltos. Nämlich, so oft ich hier runterfahre, kriege ich jetzt für jedes Mal, wie gesagt, 600 bis 1000 RP. Das Ganze könnt ihr beliebig oft wiederholen, aber seid ihr euch denn genug runtergefahren, also habt ihr oft eure RPs abgeholt, könnt ihr jetzt einfach einmal das Rennen zu Ende fahren. Ihr seht hier, ich bin natürlich erster Platz geworden. Sobald ich im Ziel angekommen bin, sollte ich auch nochmal ein bisschen Geld bekommen. Das sind bis zu 20.000 GTA-Dollar und bis zu 3.500 RP. Diesen Job könnt ihr natürlich so oft beliebig, wie ihr wollt, wiederholen und euch die ganze Zeit dieses Geld und dieses Level abholen durch diesen Job. Ich hoffe natürlich, dieser Job hat euch gefallen. Mit diesem geilen Video dazu, Like und Abo nicht vergessen, ersten Link im angepinnten Kommentar auschecken und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.